Der Leon, Leon Gosens und Kai Goretzka. Oh! Baby, let's go! Robin Gosens! Hab ich's richtig gesehen? Robin Gosens! Yo, Schü! Das war ein Ding! Junge, ist Holla die Waldfee! Leck mich am Arsch! Holla die Waldfee, dass er reingeflogen! Na, das sieht nach Abseits Ach, aus. Stark von Müller am Ball geblieben, nicht den Freistoß gezogen. Ist ja die Frage, kommt halt Gnabry hin? Nee, Gnabry kommt nicht hin. Oh Gosens mein Gott, kommt Gosens. Hin. Ist halt die Frage, wie Sermo jetzt Gnabry als aktiv nimmt. Naja, gut, also er ist halt schon zum Ball gehüpft. Ja, ne? Ist halt die Frage, wie werden nun jetzt den guten Herrn Gnabry als aktiv nimmt. Ey, Mann. Wäre natürlich ein überragender Start, ne? Also nicht mal, wir haben 5 Minuten gespielt, das wäre natürlich ein überragender Start, ne? Mhm. Ach, frech. Einfach frech. Oh, Abschluss! Gnabry vielleicht im. Ja, wir bleiben dran. Kriegt nochmal. Hör! Kriegt ihn doch zu keinem mehr rein. Aber wir machen Druck, wir sind dran. Zweiter Ball ist nicht bei uns. Kontermöglichkeit für Portugal. Silber, oh. Da ist das 1-0, aber abseits. Abseits, muss abseits sein. 1-0 für Portugal. Cristiano Ronaldo. Die erste Aktion von Portugal nach vorne im gesamten Spiel bisher. Ein Konter. Ich zögere noch mit dem Eintragen vom 1-0 wegen möglicher Abseitsstellungen. Also gar nicht. Mir, ja, wohl doch. Könnte schon sein. Aber genau dasselbe Ding. Hier auf jeden Fall leider nicht, ne? Nee, da nicht. Ich glaube, da ist es tot zählt. Das ist halt maximal beschissen. Du spielst sie komplett an die Wand, kriegst den ersten Konter und legst hinten. Ja. Und das Tor wird zählen. Oh. Alter Falter, war der frei. Digga, Ruben Dias, komplett freier Kopfball. Nach der Ecke, beziehungsweise eine Flanke nach der Ecke. Oh Gott! Ja! Kai Havertz, und es dürfte zählen. Das dürfte zählen. Come on. Gucken wir uns gleich nochmal an. Kai Havertz. War wichtig, ist wichtig. Und da steht da richtig, aber wieder Leon Gosens. Man kennt ihn, Leon, ne? Leon Gosens. Wer den Running Gag nicht checkt, schaut den Stream oder die Stream Highlights an. Genau, vom letzten Stream. Schön zurückgespielt. Jopp, das ist kein Abseits stark, Junge. Top gespielt. Gosens gefällt mir. Das Abseits-Tor gemacht. Hier auch direkt. Ne? Direktabnahme, der war auch so gewollt. Sehr stark. Und Goretzka. Ja. Kommt noch vor. Wer auch, warum auch, wer auch sonst, ne? Goretzka. Und Goretzka einfach, klar. Ey, Goretzka ist auch mein Gott. Klar, ja, Goretzka. Der Leon Gosens und Kai Goretzka. Ich hab meinen Leon Gosens gefunden. Mann, gerade Kai Havertz ist es. Der von durchaus berechtigt ein bisschen geflankt wurde, auch von uns. Und gerade er macht die Bude. 1-1, im Anfang ist die Welt nur schön, jo. Weil du die bessere Mannschaft bist. Ja, geil, wieder auf Gosens. Zurück auf Müller. Moor, wahrscheinlich. Moor. Zweites Ding. Ja. Havertz! Kimmich! Ja! Oh, Junge, let's go! Gnabry, Junge! Da ist das Ding. Gnabry, 2-1. Ah, wie er den noch drin hält, da hinten, Kimmich. Heilige Scheiße. Das war stark, let's go. Guck mal, der Druck lohnt sich. Auf einmal Kai. Fast Kai mit dem zweiten. Fast Kai, ja. Mit dem zweiten sieht man besser. Ah! Da könnte ein Köpfchen von Gosens ist gefährlich im Abseits gewesen sein. Der Arm da könnte der große C von Gosens Abseits sein. Ja, hält noch drin. Ist das ein Eigentor? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist fast ein Eigentor, oder nicht? Ich glaube auch, dass das ein Eigentor ist. Oder? Jo, ja, ist Eigentor von Rafael Guerreiro. Da ist er wieder wie bei Hummels, den Choke. Ja. Wenn du halt als Dortmund-Spieler in München bist, dann machst du ihn halt rein. Machst ihn halt rein, aber da ist machst halt nicht rein. Vorher gewesen an sich. Das war jetzt schon ein bisschen falsch rum, ne? Also, das macht halt in dem Rahmen gar keinen Sinn eigentlich. Das sind ja beides Eigentore. Naja, gut, aber sonst. Very geil. Sehr, sehr stark zu gespielt. Very, very schön. Das freut mich sehr. Und ist ja natürlich auch absolut verdient. 2-1 steht's. Ist auch absolut verdient hier, dass wir führen. Müller kommt mit. Ja, genau. Der macht's auch, glaube ich, eher alleine. Oh, er nimmt ihn komplett hoch! Oh, nein, der prallt nicht gut ab von Oh, Junge. Von Patricio. Bleib mal dran, Kimmich. Ah, nee, da ist leider mal. Ja, das war eine nette Idee auf Gnabry. Ach, ah, das war noch eine dicke Chance aufs 3-1 vor der Halbzeit. Ein bisschen besser platzieren können, aber das war eine richtig dicke Chance aufs 3-1. Mamma mia, ey. Leg den rüber auf Gosens. Scharf rein. Oh, ja, der ist drin. Havertz, Junge, let's go. Das ist das nächste Eigentor. Das ist das nächste Eigentor, oder nicht? Also, Havertz sieht es nicht so aus, als würde... Sieht es nicht so aus, als würde er ihn jetzt reingemacht haben, tatsächlich. Also, es wirkt schon stark nach dem dritten Eigentor.
Runter auf Gosens, der hat komplett Platz. Ja, Havertz ist nicht im Abseits. Nee, Havertz ist sowieso nicht im Abseits. Havertz. Und ich glaube, es geht sogar für Havertz diesmal. Es geht, glaube ich, für Havertz, jo. Ja, nee, einen sehr wichtigen Spiel heute, Havertz. Sehr, sehr wichtiges Spiel von ihm heute. Sehr geil, Mann. Holy shit. Let's go, Chat, let's go. Das ist fett. Das ist fett. 3-1-Führung, jetzt kannst du nämlich da den Stiefel mal normalerweise recht ruhig runterspielen. Geil, oder Mann. Einfach weitermachen. Oder aber weitermachen, Torverhältnis und so. Ja. Und auch Frankreich nur ein Punktgoal gegen Ungarn. Portugal auch kurz vor Schluss noch irgendwie Tore gemacht. Weil am Ende aus dem Nichts, also Ungarn zu besiegen, wird nicht ganz easy. Das Gute, was wir haben, ist halt, dass wir nicht in Ungarn zocken, was Frankreich und Portugal mussten vor 60.000 dort in. Das Gute. Müssen wir nicht. Oh, ja, Gosens! 1-4! 1-4, Junge! Da macht er sein Ding. Leon Gosens einfach. Er krönt seine Man of the Match-Leistung bisher. Ja, definitiv. Also wirklich 4-1. Wie geil ist das denn, Jungs? 4-1! Da ist er doch so frei am zweiten Pfosten. Aber ja, definitiv. Leon Gosens einfach. Krönt sein Sensationsspiel bisher. Kein Abseits. Kimmich bekommt die Vorlage. Auch kein Abseits bei ihm. Komplett naja, frei. Der gerade eingewechselte geht nicht mit. Ich weiß gerade nicht, wer eingewechselt ist. Konzentrieren wird. Sich auf Goretzka. Wieder bei Goretzka. Kai. Meine Fresse. Auf Havertz. Kai Goretzka. Ey, ist ganz schlimm. Und hinten kommt Gosens hin. Und der beste Mann auf dem Platz macht es 4-1. Jo. Wahnsinn. Digga, für ein 4-1 gegen Portugal. Sehr stark, sehr, sehr stark. Jetzt so, Freistoß Portugal, der rutscht mal komplett durch. Ronaldo, und da fällt das Tor. Flanke, und da ist es 4-2. Da fällt das Tor. Diogo Jota. Und, also tatsächlich überraschend gerade. Ein bisschen aus dem Nichts, einfach ein Freistoß, der dich verteidigt. Tatsächlich gar keiner mitgerechnet. Ich dachte, glaube ich, die denken an den Neuer, kommt da vielleicht raus. Ronaldo ist aber nicht im Abseits. Nee. Der hält ihn halt irgendwie noch drin. Neuer macht gar nichts, denkt, der geht raus. Und dann muss er nur noch reinstochern. Ja. Bisschen geschlafen, würde ich sagen, an der Stelle. Oh, Renato Sanchez an den Pfosten aus ungefähr 30 Metern. Das war ein Strahl, heilige Scheiße. Metern, 20 Metern. Das war ein richtiger Strahl, das war nochmal ein Ausrufezeichen. Also wir dürfen das Spiel noch nicht ganz abhaken. Nee. Sind sich die Portugiesen nicht einig, heißt mir mit dem Ball gewinnen und jetzt 3-2. Das müssen wir auch gut ausspielen. Goretzka kann es auch eigentlich fast alleine machen. Ja. Mach es alleine, Goretzka, Junge. Jagt ihn drüber. Aber da sieht man, die Einstellung stimmt. Ja, direkter Vergleich, sage ich ja, ist doch geil. Ja. Damit sind wir, wenn wir unseren Job gegen Ungarn machen und selbst Portugal gewinnt gegen Frankreich, sind wir trotzdem vor Portugal mit 6 Punkten, wenn die auch dann 6 Punkte hätten, ne? Ja, genau. Ich glaube, wir sind über die Zeit. Abpfiff. Ja, jetzt ist das Ding ist aus. 4-2 Sieg gegen Portugal. Sehr gut. Sehr geil, sehr wichtig. War gut. Sehr wichtig, sehr verdient. Perfekte Ausgangslage für Ungarn. Ja, jetzt muss das Ding noch gewonnen werden. Ich würde sagen, haben das umgesetzt, was wir eigentlich auch im Vorfeld angesprochen haben. Ja. Deutlich mehr Druck vorne gemacht. Und dann halt auch vorne natürlich auch besser gespielt oder die Dinger besser ausgespielt. Yo, Grisby, moin, was geht? Schön, dass du am Start bist. Ich hoffe, du kommst jetzt ins Highlight-Video. Ich hab's verkackt. Kannst du dich grüßen und das ins Highlight-Video reinschneiden? Bruder, ich hab keine Ahnung. Moin, Grisby, was geht, Junge? Kommst ins Highlight-Video. Oh, muss ich wirklich da ernsthaft danach gucken, oder was? Ah, Markierung und rein da. Scheiße.